Ich möchte mit einem Mythos beim Wechselmodell aufräumen. Das Wechselmodell ist eins der drei Betreuungsmodelle, die man nach der Trennung, wenn man ein Kind besitzt, vereinbaren kann als gemeinschaftliche Eltern. Beim Wechselmodell teilen sich die beiden Elternteile die Betreuung des Kindes ungefähr hälftig. Dies bedeutet, das Kind ist eine Woche bei dem einen, die nächste Woche beim anderen Elternteil. Hier ist der Mythos, dass keiner der Elternteile dem anderen etwas Geld zahlen muss oder auch unterhaltspflichtig gegenüber wird. Dies ist so nicht korrekt. Wenn also jemand wesentlich weniger verdient als der andere Elternteil, muss der mehr verdienende Elternteil einen Teil seines Mehrverdienstes an den anderen Elternteil zahlen. Und wenn du mehr Informationen zum Thema rund um Trennung haben möchtest, folge mir.